Und ich bin dann wirklich rausgekommen aus dieser Haltung, ich bin Konsument dieser Kirche, zu ich bin eigentlich auch ein Mitgestalter. Es ist eigentlich wie meine Kirche auch. Als ich dieses Statement das erste Mal gehört habe, wurde ich neugierig. Wie kommt jemand dazu zu sagen, das ist auch meine Kirche? Hier ist die Geschichte von Joel. Ich bin christlich aufgewachsen, mein Vater ist evangelischer Pfarrer. Jedoch gab es bei mir immer so zwei Bereiche. Ja. Es gab immer so die Kirche, die ich schon irgendwie, also ich hatte schon einen Zugang dazu, aber es gab für mich dann auch immer meine Freunde und eigentlich mein anderes Leben. Es gab dann den Punkt, wo meine Beziehung in die Brüche gegangen ist und ich nochmal neu ins Nachdenken gekommen bin. Dann habe ich mich zurückerinnert, dass mir eine Freundin erzählt hatte, dass es einen Podcast gibt von einer Kirche, die einfach jung ist. Was ich cool fand, ist, dass es dunkel ist, dass mich da keiner gesehen hat. Und der nächste Schritt war für mich, glaube ich, der schwierigste, zu sagen, okay, ich kenne hier niemanden, wie kann ich Leute kennenlernen? Für mich war es wie ein Neustart, zu sagen, ich will es diesmal anders machen. In den Small Group Abenden habe ich Leute gefunden, die auch neu waren im ICF und hatte dort einfach coole Gemeinschaft. Ich war in der Small Group und habe gemerkt, mitmachen ist schön und gut, aber wie kann ich denn jetzt auch mitgestalten oder wie darf ich denn auch noch mehr Teil dieser Kirche sein? Da war für mich dann der nächste Schritt, dass ich eine Small Group auch leiten wollte. Ich hatte dann das Gespräch mit Basti, in dem es eigentlich darum ging, dass er mir erklären wollte, was macht ein Celebration Pastor. Den nächsten Sonntag habe ich angefangen, das einfach zu tun. Ich war da in keinem Ministry oder so, bin einfach runter, habe angefangen, Leute zu begrüßen, Leute zu willkommen zu heißen und habe auf einmal verstanden, dass es auch meine Kirche ist. Mit dem Gespräch mit Basti habe ich eigentlich gemerkt, dass es überall Menschen braucht, die Bock haben, diese Kirche mitzugestalten. Die Arbeit als Celebration Pastor macht mir unglaublich viel Spaß, weil ich die Möglichkeit habe, eigentlich jetzt die Menschen willkommen zu heißen, die ja sonst keiner sieht, die irgendwie in der Masse untergehen und die sich vielleicht auch wie ich früher in der letzten Reihe verstecken. Und es ein Stück weit einfach diese Hürde nimmt, um hier anzukommen.